Schmidt? Ja. Hallo, Theresa Neuwirth. Kommen Sie einmal mit. Die Zusammenarbeit mit der LOG-Klinik gestaltet sich vor allem in der Abteilung Soziale Beratungsdienste, wo ganz viele verschiedene Fachdienste Beratungen durchführen. Die Klienten, die unsere Beratungen aufsuchen, kommen freiwillig. Und das ist ganz unterschiedlich, was für Themen, was für Fragestellungen, was für Probleme die mitbringen. Oft liegt ein scheinbar anderes Problem oben auf und erst im Beratungsprozess wird deutlich, das muss jetzt rechtlich mal begutachtet werden. Kein Geld. Ja. Kein Geld, sehr viel Straf hier. Darf ich einmal schauen in die Papiere? Jeden Tag, okay. Post zu Hause, ganz, ganz viel. Auch in unserer Gesellschaft gibt es viele Menschen, denen ein Weg zur Rechtsberatung erschwert oder verschlossen ist. Sie können es aufgrund ihrer Bedürftigkeit, aus finanziellen Gründen oft nicht bezahlen, Rechtsberatung in Anspruch zu nehmen oder haben eine persönliche Hemmschwelle oder sprachliche Barrieren, einen Anwalt oder eine Anwältin aufzusuchen. Den Bereich wollen wir für bedürftige Leute schließen und die Unterstützung anbieten, ihnen dort auch zu ihrem Recht zu verhelfen. Ein großes Thema ist immer dann, wenn es um die Umsetzung von sozialrechtlichen Ansprüchen geht. Das Thema Wohnen spielt eine große Rolle, Nebenkostenabrechnungen, die etwas fragwürdig erscheinen und auch natürlich viel aus dem Fachdienst Schulden- und Insolvenzberatung, wenn es um Mahnbescheide geht, um zu hohe Gebühren. Bevor wir einen Klienten an die LOG-Klinik vermitteln, ist da immer ein Beratungsgespräch vorgeschalten, wo die rechtliche Fragestellung im Idealfall eruiert wird. Und wenn die Klienten dann einverstanden sind, füllen wir gemeinsam das Kontaktformular aus und schicken das dann zur LOG-Klinik. Dann haben wir das schon geschafft. Jetzt müssen Sie nur einmal hier mir bitte nochmal den Zettel unterschreiben. Das bedeutet, dass Sie mich beauftragen, dass ich Ihre Unterlagen und Ihr Problem an die LOG-Klinik weitergeben darf. Genau. Die Fallbearbeitung beginnt damit, dass wir erstmal den Sachverhalt gründlich aufarbeiten, das heißt Gespräche mit dem Ratsuchenden führen und ganz viele Dokumente, Unterlagen sichten, die uns zur Verfügung gestellt werden, damit wir am Ende überhaupt genügend Tatsachen zur Verfügung haben, um die rechtliche Frage, die hinter dem Fall steht, lösen zu können. Danach geht es auf die rechtliche Ebene, wo wir unsere tatsächliche Falllösung zusammenstellen, in Absprache miteinander und mit dem Anwalt. Das ist immer sehr wichtig, dass dort noch einmal rübergeschaut wird. Ja? LOG-Klinik? Ja, stellen Sie durch. Hallo. Hallo, Herr Bleier. Hier ist Mareike Wolf von der LOG-Klinik. In dem Fall, den wir zusammen mit Ihnen bearbeiten, geht es darum, dass die Ratsuchende gerade ein Schreiben von einem Inkasso-Unternehmen bekommen hat. Alles klar. Dann bräuchten wir einmal die zugrunde liegenden Verträge. Die Gesetzeslage erlaubt es erst seit Mitte der 2000er, dass Studierende, die noch keine Volljuristen sind, in einem kleinen Umfang auch Rechtsberatung leisten, stets unter der strengen Voraussetzung, dass sie angeleitet werden durch einen Volljuristen. Und damit wir diese Anforderungen erfüllen können, sind wir sehr stolz, dass wir mittlerweile über 12 Anwälte in Münster für ein ehrenamtliches Engagement in der LOG-Klinik gewinnen konnten. Zwei Rechnungen, aber nur ein Handy. Genau. Ja, das liegt dann daran, dass Sie die erste Rechnung, die Sie bekommen haben, nicht rechtzeitig bezahlt haben. Das tatsächliche Gespräch mit den Ratsuchenden ist eine Komponente der Beratungstätigkeit, die immer wieder einen vor neue Herausforderungen stellt und sehr individuell von der Person abhängt, mit der man zu tun hat. Das betrifft sowohl die persönliche Komponente als auch die sprachliche Dimension. Mein Deutsch ist nicht so gut. Ja. Ich weiß nicht. Das ist kein Problem. Dann schauen wir uns das erstmal in Ruhe an. Fremdsprachenkenntnisse sind oft erforderlich und wenn wir die entsprechende Sprache nicht sprechen, dann arbeiten wir, wenn möglich, mit Dolmetschern. Wenn aber kein Dolmetscher verfügbar ist, dann ist es schon so, dass man sich auch mal mit Händen und Füßen verständigt und halt ganz oft nachfragt, ob wirklich alles verstanden wurde. Ich habe nur ein bisschen Geld. Den Betrag, den Sie monatlich überweisen, damit wir die Mahnung auch wieder abbezahlt bekommen, können wir mit den Inkassounternehmen soweit auch verhandeln. Die wollen einfach nur das Geld zurück. Okay. Momentan haben wir 15 Beraterteams, immer bestehend aus 2 Studierenden. Eine Spezialisierung auf bestimmte Rechtsgebiete erfolgt dabei nicht. Das ist auch gerade unser Anliegen, dass sich die Studierenden auch in fachfremde Bereiche einlesen und da einfach neue Erkenntnisse erzielen. Gut, dann kommen wir zum Sekretariat. Wie sah es da diese Woche mit Fallanfragen aus? Diese Woche sind jetzt zusammen mit der Fallanfrage von gestern im Rahmen unserer Sprechstunde 2 Fallanfragen reingekommen. Die LOG-Klinik ist ein super großer und komplexer Verein. Wir haben viele verschiedene Ressorts, wie das Sekretariat, die Öffentlichkeitsarbeit, die Beiräte, die Ausbildung, Wohlfahrtsressort und das Personal.
Wir arbeiten mit Anwälten zusammen, mit Professoren, mit Wohlfahrtsverbänden. Und die große Aufgabe ist es eben, das Ganze zu managen, sprich dafür zu sorgen, dass sich niemand selbstständig macht, sondern dass das alles als gesamter großer Komplex zusammenarbeitet und funktioniert. Das Schöne an der Arbeit in der Law-Klinik ist, dass man zum einen Fälle löst im wahren Leben, zum anderen aber natürlich auch, dass man viele Menschen trifft, mit denen man sich juristisch, aber auch anderweitig unterhalten kann und sich auch mal gerne abends auf ein Bier trifft. Für mich persönlich ist sozusagen der schönste Erfolg, den man haben kann, wenn man von den Ratsuchenden oder auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Wohlfahrtsverbände eine positive Rückmeldung bekommt, dass sich wirklich was bewegt hat. Für mich ist das Schönste daran, bei der Law-Klinik zu arbeiten, wenn man tatsächlich einen Fall abgeschlossen hat, weil man an dieser Stelle wirklich weiß, dass es einem Menschen, der ansonsten keinen Zugang zur Rechtsberatung hatte, besser geht und man wirklich helfen konnte. Die Studierenden der Law-Klinik habe ich jeweils empfunden als sehr, sehr engagiert. Sowohl in der Mitarbeit, im Umgang mit den jeweiligen Rechtssuchenden, als auch juristisch sehr engagiert. Ich kann mich selber an meine Studentenzeit erinnern, da hat man viel zu tun. Und sich da nebenbei noch ehrenamtlich zu engagieren, finde ich einfach klasse. Ich wünsche der Law-Klinik und somit auch der Caritas Münster, dass sich weiterhin immer ganz viele Ehrenamtliche finden lassen, die Lust haben, sich einzusetzen und sich zu engagieren. Und würde mich freuen, wenn das einfach so gut weiterlaufen könnte und vielleicht sogar noch ausgebaut werden könnte.